Wow! Hi miteinander, wir sind heute wieder unterwegs und zwar sind wir beim Eiskletterer. Ihr seid dabei. Das Video heute wird so ein kleines, ja, sagen wir mal, nicht ein richtiges Tutorial, aber eher ein Eindruck kriegen vom Eiskletterer. Drum oder Titel. Ich habe euch einfach vor, zum Erklären zu sagen, wie das so abläuft. Wir machen nichts super Spektakuläres. Wir sind da im Eis-Klettergarten in Saasgrund im Wallis. Da sind wir das. Ich habe schon Toprope aufgestellt. Guan klettert da jetzt gerade. Und ja, da seid ihr jetzt erstmal dabei. Worüber wir als erstes reden, ist mal ein bisschen Ausrüstung. Da zeige ich euch einfach, was ich jetzt so dabei habe. Und dann, ja, schauen wir mal weiter. So, also mal kurz ein bisschen zur Ausrüstung, einfach nur ein paar Basics. Ich meine, da sind da ganz klar die Eisgeräte. Die kennen da vielleicht auch schon von meinem Dry-Tooling-Video, das sind meine Nomics. Die Hauer sind immer nur Bergsportsteine, die habe ich aber gewechselt von der Dry-Tooling-Hauer auf die Eishauer. Die sind natürlich schlanker, haben da klar flachere Geometrie. Dann habe ich da meine Echse fürs Eiskletterer, einmal normal und einmal verlängerbar. Warum die extra speziell fürs Eiskletterer sind, ist, dass sie so ein Wiregate im Prinzip an Bord einer Sitter haben. Ich benutze normalerweise eigentlich da einen solider Schnapper. Allerdings beim Eiskletterer kann der leicht mal zufrieren. Darum benutze ich fürs Eiskletterer gern aber welche, die an Bord einer Sitter Wiregate-Karabiner haben. Dann haben wir da, das ist so ein kleines Emergency Pack. Den Teil habe ich auch beim Meerseilängerkletterer dabei. Das ist ein cleanes Messerle und eine lange Rebschnur. Und das ist ein Abalakov Eissandur-Fädler. Wer jetzt nicht weiß, was eine Abalakov Eissandur ist, vielleicht kommen wir dazu das später noch zum Zeigen. Es ist im Prinzip nichts anderes als ein spezieller Stand, den man im Eis bauen kann. Ja, ansonsten, ihr seht, ich bin wieder mit Monopoints unterwegs, habe meine Phantom Guide an. Und das war's so wie schon. Hinsichtlich Seil, schauen wir mal da um. Da seht ihr da vielleicht. Wir klettern jetzt da mit einem Einfachseil, weil es einfach im Toprope aufgesetzt ist. Normalerweise im Vorstieg nimmt man eigentlich Halbseile. Aber wie gesagt, da wir da aber wirklich Toprobes einrichten, haben wir jetzt gesehen, nehmen wir das Einfachseil, weil da habe ich ja 80 Meter langs und die braucht man da auch für. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal eine kleine Ahne und schon bitte. Was er jetzt da schon ist, er hat zum Beispiel seinen linken Fuß jetzt eher ein bisschen entspannt angestellt, zum seine Wade ausruhen. Also man muss nicht immer auf der Kante stehen. Jetzt wie er auf dem rechten Fuß steht, das ist dann eher so ein bisschen das, wo er dann er lässt schon seine Ferse hängen, das tut man beim Eisklettern. Und deswegen hat man Helm an. Aber das, was er macht jetzt mit der Füße, ist halt ein bisschen anstrengender, als wenn man flach da steht. Darum ist es immer mal wieder schlau, so wie er es jetzt so wieder mit dem linken Fuß macht. Wenn man wirklich einfach so da startet, dass es ein bisschen entspannt ist. Ihr seid einfach das wahrscheinlich mit dem Ausschütteln. Ja, Träger Guang ist nicht ein schlechter Eiskletterer. Aber wenn ich ihn momentan immer dazu zwinge, dass er mit mir Skifahren geht. Nächstes Thema beim Eiskletterer ist natürlich Kleidung und sonst irgendwie Ausrüstung. Und da gibt es natürlich verschiedene Vorlieben. Was für mich wirklich eigentlich nicht zur Diskussion steht, ist, dass beim Eiskletterer immer direkt der Helm auf den Kopf geht. Weil das ist wirklich mit Abstand das Kletterer, wo am meisten Zug runterfliegt. Man kann beim Eiskletterer fast nicht vermeiden, dass man Eis losschlägt. Und darum Helm auf. Was für mich auch immer dazu gehört, ist eine dicke Jacke. Ihr seht es, ich habe richtig ausbeult Belay Jacket an. Das Belay Jacket, das habe ich nicht als Mittellage, sondern das habe ich tatsächlich über meiner Eiskletterjacke auch. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und von der Jacke her, weil ich die gerade erwähnt habe, gibt es so ein kleines Hin und Her zwischen nimmt man Hardshell, nimmt man Softshell. Ich bin jetzt mit Softshell unterwegs. Wir haben da einen relativ warmen Tag. Ich habe aber eine Softshell-Hose an. Mit der mache ich eigentlich auch die große alpine Eisroute. Sei das jetzt Joostgully, Bummiller, Frendopfeiler etc. Also ja, ich habe halt relativ gern Softshell an. Hardshell nehme ich nur bei Regen. Oder wenn es aber im Eis wirklich nass ist. Aber da hängen wir jetzt nicht im Wasserfall drin. Und darum, ja. Witteres Ding ist, so ein persönlicher Vorliebe von mir, was ich aber wirklich empfehlen würde, wenn ihr Handschuhe mitnehmt, die packe ich immer da in die Jacke rein. Und ich habe immer ein Perle zum Klettern. Das sind jetzt von mir relativ dicke, weil es jetzt nicht so wirklich diffizil ist wie beim Dry-Tooler.
Und dann habe ich noch eine Perle Feuchtling, weil die gerben richtig warm. Und gerade bei längerer Wasserfall ja, kann man gerade am Stand doch schon mal sehr, sehr kalte Hände kriegen. Ja, ansonsten bleibt einem eigentlich selber überlassen, was man gern anziehen möchte beim Eisklettern. Ja, aber das war mal so von mir die meine Ausrüstung. So, Guan kommt jetzt so gerade wieder runter. Wenn man da? Ja. Und ja, was denn? Ich glaube, ich bin das nächste dran. Dann schauen wir mal weiter. Okay. Here the ice is a little bit detached, right? Yeah, there is something over there. Maybe better hooking than climbing. Oh yeah. Did you went to the left or to the right? Okay, watch me here. Oh, that doesn't sound good.
Okay. Wow! Huh. So, ihr habt es gesehen. Das war ein größeres Stück Eis als der Aberkeusch. Und ja, also, mir ist nichts passiert. Es gibt wahrscheinlich einen kleinen blauen Fleck auf meinem Oberschenkel. Weil es waren jetzt doch sicher 200-300 Kilo. Aber hey! Ja, Guang ist jetzt wieder am Klettern. Und ich glaube, das hat ein bisschen illustriert, wie wichtig es ist, dass man beim Eisklettern, das hat mir schon mit der Handschuhe geflogen, dass man beim Eisklettern nie unter dem Kletterer steht. Also das ist doch ganz elementar, schont immer, dass da wegkommen, auch wenn da irgendwo einen Stand bauen. Der Stand muss immer aus der Linie vom Kletterer husten sein, wenn es geht. Weil gut, einfach so viel Züge, aber ich meine, meine Frau hat gefilmt, das haben da vielleicht auch gesehen, die ist dementsprechend weit weggestanden. Aber man muss da halt wirklich aufpassen, wie ihr ja vorher gesehen habt. Weil ich meine, bei dem Stück, das mir da losgegangen ist, da hilft euch auch kein Helm mehr. Also, ja, wie gesagt, Guang klettert jetzt noch. Filmen wir mal an, vielleicht gleich mal erklären. Er ist nämlich ein relativ starker Eiskletterer sogar. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Ah, vielleicht noch kurz, weil mir ja gerade ein Riesenstück ausbruch ist zum Thema Eis. Also ich meine, wie beurteilt man Eis? Und was ihr eigentlich wendet, ist Eis, das schön blau ist. So, das ist denn meines Erachtens noch das Beste, weil dann ist oft ein bisschen weich. Gerade wenn es ein bisschen aufgewärmt hat. Sobald Eis anfängt, weiß zu werden, dann hat es Sonneneinstrahlung gekriegt, dann hat es wechselnde Temperaturen gekriegt. Und ich meine, wenn ihr jetzt hinter mir schon, das ist schon ein bisschen weiß. Allerdings, wir sind gestern Abend, weil wir da in der Ecke Skifahrer waren, aber kaum mir kann das eigentlich nicht direkt Sonne aufs Eis strahlt. Und es ist so, wir haben jetzt über die letzten 10 Tage, wenn man schaut, war es erst relativ warm und jetzt war es 5-6 Tage wirklich konstant kühl und heute ist es nochmal ein bisschen wärmer. Darum wäre ich jetzt eigentlich davon ausgegangen, durch die Erwärmung ist weniger Spannung im Eis und dass eigentlich nichts aber bricht. Aber ja, ihr seht uns, ist halt wirklich Eis ein relativ schwer einschätzbares Medium. Gut, ja, dann schauen wir jetzt am Guang zu. Ja, und damit sind wir wieder daheim. Wie gesagt, das Video hat jetzt wirklich nur eine kleine Einführung ins Eisklettern. Wir könnten über ganz, ganz viel reden. Eisklettertechnik, Sicherheit, mehr Material. Es gibt wirklich nur Stunden, die man damit verbringen kann.
Für mich war es jetzt ehrlich gesagt seit längerer Zeit das erste Mal, dass ich wieder war. Abgesehen von der, sage ich jetzt mal, alpine Eisroute, war ich nicht viel Wasserfall-Eisklettern im letzten Jahr. Einfach aufgrund von Lockdown etc., was wir alles gehabt haben. Aber ja, ich hoffe, dass es euch trotzdem einen Eindruck gegeben hat. Wenn es euch gefallen hat, hey, lasst ein Like da, das hilft uns wirklich weiter. Abonniert den Kanal. Und ansonsten bei irgendwelchen Fragen, schreibt es gern unter in die Kommentare rein. Und wenn da sagen, hey, ich würde jetzt gerne mal ein Tutorial zu irgendwas sehen oder so. Wir sind dafür Anregungen immer dankbar. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.